Vor wenigen Monaten hat der 20-jährige Tommy seinem Vater Horst Horstmann erzählt, dass er homosexuell ist. Auch nach dieser langen Zeit tut sich der Vater noch immer recht schwer mit der neuen Situation. Ja, Tommy. Und wie geht's dir sonst so? Alles gut? Alles gut. Vielen Dank für die Einladung zum Essen, Papa. Tommy, ja, also dann erzähl doch mal, wie ist denn so dein Liebesleben? Ohne jetzt ins Detail zu gehen, nur so grobe Umrisse. Keine Bilder. Das behalte ich lieber für mich, Papa. Nicht böse gemeint. Das ist ja ganz normal. Also es ist natürlich nicht ganz natürlich, muss man auch mal sagen. Aber das, was du dir da ausgesucht hast, ist... Genau. Papa, jetzt sprich doch mal aus, was du willst. Du lädst mich doch sonst nie zum Essen ein. Irgendwas ist doch, oder? Sex, Tommy. Sex? Sex. Ja, und was ist damit? Tommy, du weißt, Sex zwischen Männern ist etwas anders. Die haben ja keine Vagina, wie deine Mutter zum Beispiel, Tommy. Papa, ist das dein Ernst? Ich habe kein Problem, über die Mutter deiner über die Vagina deiner Mutter zu reden, Tommy. Das ist ein offenes Thema. Guten Tag, die Herren. Was darf bei Ihnen zu essen sein? Wir sind noch nicht so weit. Wir unterhalten uns noch ein. Okay, und zu trinken. Möchten Sie schon etwas zu trinken haben? Nein, ich unterhalte mich gerade mit meinem Sohn über die Vagina seiner Mutter. Also würden wir gerne noch etwas... Ich fange noch mal von vorne an, Tommy. Hast du mittlerweile denn einen Freund gefunden? Nein, habe ich nicht. Du bist dir aber schon noch sicher, dass du immer noch... Ja, ich bin noch schwul, Papa. Okay, schade. Ja. Ruf mich an, wenn es sich ändert. Papa, wir wohnen zusammen. Ich brauche dich nicht anrufen. Das stimmt, da hast du recht. Ach, Papa, lass uns bitte über was anderes reden. Ja, ich komme schon zurecht. Wenn du zurechtkommen würdest, Tommy, säßen wir hier heute sicherlich mit deiner Freundin, mit deinem Freund, der auch schwul ist, weil er muss ja auch schwul sein. Sonst funktioniert das ja nicht, weil sonst wäre es ja... Sonst würdest du ihn ja zwingen und das wäre ja gewalttätig. Und ich finde schon einen Freund, Papa. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert, lieber Tommy, für dich. Da gibt es ja gewisse Seiten für schwule Männer, wo man sich daten kann. Schreib doch bitte mal mit, lieber Tommy. Da gibt es die penispiraten.com, die, was haben wir da noch, darmstadt.com, analtouristen.com, das ist aber eher was, wenn du im Ausland sein solltest, Tommy. Papa, im Ernst, hörst du bitte auf? Schreib es dir bitte auf, Tommy, ja. Analdin, aber das ist eher die filmische Richtung, da komme ich später nochmal zu. Papa, es reicht. Haben Sie mittlerweile was in der Karte gefunden? Nein. Hast du dir die Penispiraten aufgeschrieben, Tommy? Die hatten 4,5 von 5 Schwänzen, also sicherlich das Seriöseste unter all den Seiten. Das kann ich bestätigen, die Seite ist wirklich gut. Ach, guck mal, Tommy, ein Schwuler. Ich habe gerade unfreiwillig euer Gespräch mitbekommen und würde da kurz etwas zu sagen wollen. Also, Sie sind sicherlich ein guter Vater, Sie machen sich Sorgen um Ihren Sohn, aber geben Sie ihm ein bisschen Freiraum, ne? Der Junge macht das schon, ja. Tommy, hat er mich gerade angemacht? Papa, ich weiß, das ist alles ein bisschen neu für dich. Und ich merke auch, dass es dich ein kleines bisschen verunsichert. Aber mach dir wirklich keine Sorgen, irgendwann finde ich den richtigen. Entschuldige bitte, Tommy. Ich habe hier mal zwei Getränke für euch, die gehen auf mich zur Beruhigung. Das ist total nett, vielen Dank. Was willst du, Papa? Vielleicht sollte ich... Das ist mein Sohn Tommy. Tommy ist schwul. Schwul. Er trinkt kein Bier. Schwul. Schwul. Ja. Schwul ist er. Das habe ich mitbekommen, ja. Und der Tommy möchte dir etwas sagen. Nicht wahr, Tommy? Ja, ich möchte mich in aller Form für meinen Vater entschuldigen. Und? Und ich möchte am allerliebsten tot im Graben liegen. Und der Tommy möchte gerne wissen, wie du heißt, nicht wahr, Tommy? Und der Tommy haut dem Papa gleich ganz in die Fresse. Genau, richtig, in die Fresse. Ich bin Jonas, schön, dich kennenzulernen. Ich merke schon, zwischen euch beiden passiert gerade etwas. Da ist eine Spannung. Vielleicht lasse ich euch mal alleine und ihr zwei könnt einen Cocktail trinken, nicht wahr? Wollen wir nicht einfach gleich schwulen Sex haben? Finde ich super. Ich muss weg, auf Wiedersehen. Elfradisto soll angeblich vielen Dank auf Griechisch heißen, das hoffe ich einfach mal. Also vielen Dank, dass wir hier wieder drehen dürfen im Korfu in Heide. Ein großes Dankeschön auch an Tommy, dass du mitgemacht hast. Klickt unbedingt hier auf sein Video. Wir haben nämlich noch ein Video bei ihm auf dem Kanal gedreht. Schaut dort gerne vorbei. Elfradisto Dingsbums und Gesundheit, vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.